Ja, hallo an alle und herzlich willkommen zu unserem Webinar mit der lieben Evelyn zum Thema Zero Waste in Stadt und Land. Ja, die liebe Evelyn ist sicherlich eine der Zero Waste Expertinnen in Österreich und hat 2015 den Entschluss gefasst, mal das Abfallproblem nicht länger hinzunehmen und lebt seither mit ihrer Familie fast ohne Müll. Da wird sie uns sicher auch mehr darüber erzählen in der nächsten Stunde. Und neben Vorträgen und Seminaren ist die liebe Evelyn auch in diverse nationale und internationale Zero Waste Projekte eingebunden. Doch da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und gebe dann später gleich auch zur lieben Evelyn. Bevor wir starten, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir auch das Thema mit der Ukraine sehr ernst nehmen und auch versuchen zu unterstützen, wo es geht, da wir auch mit Zero Waste Ukraine sehr gut connected sind und auch vor ein paar Jahren selbst vor Ort waren. Und deswegen wird die liebe Magdalena hier dann gleich einen Spendenlink mit oder Spendeninformationen in den Chat reinstellen. Also ihr seht das dann hier, wenn ihr das unterstützen wollt, sehr gerne, aber natürlich no pressure. Wir haben uns nur gedacht, wir scheren das in der Runde und vielleicht ist der oder diejenige dabei, würde das gerne unterstützen. Ansonsten, bevor wir mit der Evelyn loslegen, vielleicht noch einen kurzen Überblick zu Zero Waste Austria. Für all jene, die es nicht kennen, werde ich kurz meinen Bildschirm teilen und euch hier eine kurze Präsentation zeigen, wenn ich sie finde. Da sind wir da. So. Ja, alles klar. Gut. Ja, was und wer ist Zero Waste Austria? Wir sind ein Verein zur Schonung der Ressourcen, welcher 2017 schon gegründet wurde und der Vereinshauptsitz ist in Wien, aber wir versuchen auch österreichweit präsent zu sein und hier natürlich so viele wie möglich in unseren Umkreis, in unsere Bubble zu bringen. Und ja, für alle, die nicht wissen, was Zero Waste ist, das ist jetzt auch ein guter Einstieg gleich zum Thema mit der Evelyn. Zero Waste ist eine Philosophie, eine Strategie und natürlich auch praktische Aktionen mit dem Ziel, Müll zu eliminieren, also nicht zu managen. Wir wollen aufzeigen, was es bedeutet, unter anderem so wenig wie möglich Müll zu produzieren. Darüber hinaus ist Zero Waste natürlich nicht nur Müllvermeidung, sondern auch Klimaschutz. Und wir sind eine Bewegung, wo es eben mehr geht als wie um Abfallvermeidung. Es ist Klimaschutz, Gemeinschaft und Austausch, denn im Austausch lernt man am meisten und im Austausch kann man sich auch weiterentwickeln. Die Vision und Mission von Zero Waste Austria ist klar ein ressourcenschonender Umgang mit unserem Planeten, was wirklich auch jede Ressource betrifft. Also wir versuchen hier auch in jedem Bereich Themen aufzuzeigen, wie man hier ressourcenschonender umgehen kann. Und das geht halt am einfachsten auch, wenn wir Menschen zusammenbringen und informieren. Und wir versuchen hier auch durch gemeinsame Aktionen, wie eben auch dieses Webinar, verschiedene andere Vorträge, über unsere Social Media Präsenz, über Workshops und dergleichen, das aufzuzeigen. Also ihr findet dann auch im Chat unsere Webs, ihr kennt sie wahrscheinlich eh, aber könnt auch gerne da schmökern und schauen, welche weiteren Veranstaltungen wir haben. Ich kann auch ein bisschen spoilern, dass wir heuer auch noch tolle Offline-Events geplant haben, wenn es jetzt wieder wärmer wird. Also da auch gerne bei uns regelmäßig vorbeischauen und schauen, was es Neues gibt. Wie schon gesagt, wir finden online und offline statt. Also hier mal ein kurzer Auszug aus unseren Zahlen. Ihr seht, wir sind mittlerweile schon 350 private Mitgliedschaften und haben auch schon 80 UnternehmensmitgliederInnen, die ja auch den Weg der Ressourcenschonung gehen wollen bzw. gehen und uns damit unterstützen. Und wie ihr seht, sind wir auch online ziemlich stark präsent. Kurz vielleicht auch zu den Mitgliedschaften für alle, die das noch oder die vielleicht interessiert sind oder das verschenken wollen. Unsere Mitgliedschaften, hier wollen wir
Privatpersonen mit Unternehmen verbinden. Und das ist natürlich auch 1:1 eine Unterstützung für den Verein, weil Zero Waste Austria hat 98% ehrenamtliche MitgliederInnen, was natürlich auch oftmals nicht so gesehen wird. Und da ist es uns wichtig, auch aufzuzeigen, dass so viele tolle Menschen dahinter stehen, die das wirklich freiwillig machen, ehrenamtlich machen und ihr Herzblut da reinstecken. Wir haben uns aber gedacht, um auch unserer Community mit der Mitgliedschaft was zurückzugeben, ist, dass die Karte auch Rabatte inkludiert. Wie schon vorher erwähnt, haben wir über 80 Partnerunternehmen, wo jede Person, welche eine Zero Waste Karte hat, auch Rabatte bekommt. Direkt im Shop oder auch im Online-Shop, beziehungsweise auch darüber hinaus bei unseren Workshops und Veranstaltungen, also all jene, die kostenpflichtig sind. Und mittlerweile haben wir auch schon ein sehr großes Netzwerk an nachhaltigen Lösungen und nachhaltigen Unternehmen, primär in Österreich. Wir haben auch ein paar FördermitgliederInnen, welche sich außerhalb von Österreich befinden, wie Gewana zum Beispiel in der Schweiz. Aber die Unternehmen, die wir hier ins Netzwerk und als Partnerunternehmen aufnehmen, sind aus Österreich. Genau, hier auch noch ein kurzer Auszug von unseren Projekten. Die Zero Waste Family Challenge möchte ich jetzt besonders hervorheben, weil die Evelyn da auch die Initialkraft war. Vielleicht gibst du uns da noch ein paar Informationen später bei deiner Vorstellung. Also das ist eines unserer Projekte, das sich nach wie vor durchzieht und jedes Jahr wieder im September neue MitgliederInnen oder neue Challenge-TeilnehmerInnen hat und hat sehr gute Response und wir freuen uns da immer, dass das so gut ankommt. Daneben haben wir auch Themen wie unverpacktes Wissen, welches gerade läuft, wo wir auch gerade einen Leitfaden für Unverpacktläden erstellt haben. Den findet man gratis zum Download auf unserer Webseite. Aber auch Abfallvermeidung in Schulen ist ein großes Thema, welches wir gerade abgeschlossen haben, wo wir eine Datenbank an Materialien für alle Pädagogen und Pädagoginnen zur Verfügung stellen. Gratis natürlich. Also wenn hier jemanden kennt, gerne auch weiterleiten, weil wir finden, dass das Thema natürlich noch mehr Präsenz haben soll. Und aus Erfahrung haben wir mitbekommen, dass in den Schulen oftmals auch aktuelles Material fehlt. Und diese Lücke wollen wir füllen und haben hier auch einiges an Arbeit und Herzblut mit reingesteckt, welches, wie gesagt, gratis nutzbar ist, auch für alle, die sich interessieren. Ist es sicherlich sehr spannend, sich das mal anzuschauen. Also man muss auch jetzt keine Pädagoge oder keine Pädagogin sein. Genau. Und unser Motto ist Schritt für Schritt für eine Welt ohne Müll. Und wir wollen halt natürlich, nennen wir uns Zero Waste, aber wir wissen auch, dass es manchmal nicht ohne Waste geht. Und da wollen wir einfach das Bewusstsein schaffen, wie der Weg in die richtige Richtung geht und in die richtige in eine ressourcenschonende Richtung geht. Und genau, dazu sind wir hier und wir freuen uns sehr, dass es immer wieder so tolle Interessenten und Interessentinnen gibt, die sich dem Ganzen auch verschrieben haben und auch mehr darüber wissen wollen und sich darüber austauschen wollen und auch heute da sind. Dazu haben wir natürlich auch einige BotschafterInnen in ganz Österreich unterwegs, die sich in den Bundesländern damit befassen und auch hier versuchen, regionale und lokale Projekte zu starten, Workshops zu geben, beziehungsweise auch einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und Verhaltensbildung zu forcieren, um hier auch noch mehr Menschen zu erreichen. Veranstaltungen gibt es eben, Webinare, wie wir sie jetzt haben, DIY-Workshops, Community-Events, die finden primär in Wien statt, dadurch, dass wir hier die größte Präsenz haben, aber wir wollen auch noch mehr in den Bundesländern vertreten sein. Also da arbeiten wir gerade auch an einer Strategie, um das noch besser umzusetzen, um auch mit den BotschafterInnen zusammenzuarbeiten. Wir geben auch Workshops in Schulen und und beraten auch diverse Unternehmen im Bereich Zero Waste oder ich war vor kurzem bei einer Firma und habe dort einen Zero Waste Escape Room gemacht und auch erklärt, wie man Schritt für Schritt nachhaltiger leben kann in allen Bereichen und auch wie das im Office funktionieren kann. Also solche Themen
behandeln wir auch und da haben wir auch immer eine super Resonanz, weil hier gibt es sehr viel Potenzial, um Müll einzusparen. Ich weiß das selbst aus Firmen, wo ich war, weil so da, also ich glaube, jeder, der in einem Unternehmen ist, findet da sicherlich auch Themen, die man angehen kann. Dazu gibt es auch mehrere Informationen bei uns am Blog, also auf unserer Webseite, hier auch gerne vorbeischauen, falls ihr mehr Informationen haben wollt. Und abschließend bleibt einfach nur zu sagen, bevor wir jetzt losstarten, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, wie schon Mahatma Gandhi gesagt hat. Genau, so, das war es jetzt von mir. Und dann würde ich sagen, liebe Evelyn, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Es ist super schön, dass du Zeit hast. Und ich habe schon vorhin gesagt, ich habe schon in deinem Buch geschmökert, es ist sehr toll geworden. Eine herzliche Gratulation dazu. Und ja, ich würde sagen, stell dich bitte gerne vor. Ja, vielen Dank für die Einladung für dieses heutige Webinar. Ja, mein Name ist Evelyn Rath. Ich bin schon bei der COS-Bewegung der österreichischen, bin ich schon noch recht früh eingestiegen. Also angefangen hat es, wie du gesagt hast, ganz im Privaten 2015, müllfrei zu leben. Und für mich war dann 2017 irgendwie so der Schritt, wo ich mir gedacht habe, zu Hause funktioniert es, aber sobald man vor die Haustüre geht, funktioniert es nicht. Also ihr kennt es vielleicht, man ist dann bei einer öffentlichen Veranstaltung, bekommt einen Einwegbecher in die Hand gedrückt oder bekommt Werbegeschenke. Also sobald man irgendwie, wenn es zu Hause funktioniert, draußen läuft es nicht so ganz. Und dann bin ich irgendwie über dieses Gemeindethema gestolpert. Habe dann 2017 begonnen zu recherchieren, 2018 ein Pilotprojekt gestartet in meinem eigenen Ort. Das ist einhergegangen mit meiner Selbstständigkeit. Ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Und so hat sich vieles entwickelt, von dem wir 2017 noch gedacht hätten, das ist eine Utopie. Also da hat sich die letzten 5 Jahre wahnsinnig viel entwickelt, zum Glück. Es geht immer sehr noch schön. Viel zu langsam, aber man muss den Fortschritt auch sehen. Genau, man muss auch zwischendurch positiv bleiben. Es ist total wichtig, absolut. Genau. Und dann hast du ja mit der Zeit natürlich auch sehr viel an Wissen gesammelt, was ja auch in dem Buch zu finden ist. Wie ist es eigentlich zur Umsetzung des Buches gekommen? Wann hast du denn gewusst, okay, ein Buch wäre klasse? Naja, das Thema hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Also sobald zu Hause alles müllfrei gelaufen ist, war eben dieser Schritt nach außen und ich habe dann recherchieren begonnen und ich komme eigentlich aus dem internationalen Bereich. Ich bin in Italien gelebt und für den französischen Markt gearbeitet und beim Recherchieren bin ich dann draufgekommen, na, die Italiener und die Franzosen, die machen eigentlich schon ganz tolle Sachen auf dieser Gemeindeebene. Und also so bin ich über dieses Thema eigentlich reingekommen. Und so hat sich das eigentlich so mein Arbeitsfeld ergeben, das ja eigentlich nicht das Bücherschreiben ist, sondern eigentlich läuft so, dass ich unter anderem in die Städte und Gemeinden gehe und dort Vorträge halte oder Seminare, also dass ich direkt vor Ort mit den Leuten arbeite. Und jetzt war das in Corona-Zeiten nicht möglich, von einem Tag auf den anderen. Gleichzeitig war es aber so, dass schon Anfragen gekommen sind und dass da Gemeinderäte oder Bürger gesagt haben, na, wir möchten was machen. Also gerade in dieser Zeit zu Hause sind offenbar Pläne geschmiedet worden. Jetzt war die Frage, na, was machen wir? Vor Ort geht's nicht. Und es war dann auch klar, naja, Online-Veranstaltung geht auch nicht, weil wenn du in deiner Stadt ein COS-Projekt planen willst und alle einbinden, da musst irgendwie Begeisterung, also da musst irgendwie Emotionen schaffen, da musst ein bisschen Stimmung machen und das geht online, funktioniert das nicht. Das funktioniert vor Ort, war jetzt nicht möglich und wir haben auch nicht gewusst, wann wieder alles aufgeht. Und dann haben wir gedacht, naja, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 2017, ich habe wahnsinnig viel Material. Ich habe viele, also wirklich von den ersten Interviewprotokollen, auch mit italienischen, französischen Gemeinden, ich habe wahnsinnig viel Fotomaterialien auch von den tollen Unternehmen, Gemeinden und so weiter, mit denen ich gearbeitet habe. Na, dann wird es halt jetzt ein Buch. Und es war auch, also das, was mich daran auch gereizt hat, ist, da wirklich die Möglichkeit, alles reinzupacken, weil selbst wenn ich irgendwo hingekommen bin und selbst wenn wir einen Tag gearbeitet haben, diese Vielzahl an Möglichkeiten, die es ergibt, die schaffst du in einem Tag nie. Also das
eins zu eins umzusetzen, so viel kann niemand aufnehmen. Und darum war das einfach, wollte ich dieses Buch wirklich so wie ein Kochbuch gestalten auch. Also die Daniela hat schon gelesen, es ist wirklich so hands-on, es ist teilweise fast wie ein Kochbuch geschrieben. Also so, koch dir deine müllfreie Gemeinde, such dir ein Projekt raus und dann ist es wie beim Kochen. Du nimmst Eier, Milch, Mehl, was auch immer, so machst du es halt jetzt mit deinem COS-Projekt. Und so ist es dann entstanden. Also es war mir wichtig, dass das wirklich, dass man es durchblättert, dass man Lust bekommt, sich das eine oder andere Projekt rauszupicken und dann Schritt für Schritt umzusetzen. Und so ist es eigentlich konzipiert und so ist es auch gedacht, dass die Barriere zum Umsetzen möglichst gering ist. Dass es jedem, der das machen will, möglichst einfach gemacht wird, wirklich dieses was zu tun. Weil das ist oft die Schwierigkeit, ja, COS, wir möchten was tun, das ist, also wir wissen schon einiges drüber, wir wissen auch, wir möchten es tun, aber eben dieser Sprung vom Wollen zum Tun, der ist einfach so wahnsinnig schwer und da wollte ich ein bisschen das mit diesem Buch einfacher machen. Sehr schön, da hat man ein perfektes Handbuch, was man nutzen kann. Ich finde das total spannend mit Italien und Frankreich. Aus meinen Reiseerfahrungen und ich bin auch sehr häufig in Italien, muss ich ehrlich gestehen, weil Italien ist da oft auch ein bisschen verrufen in manchen Bereichen, was die Mülltrennung betrifft auch. Also was ich auch aus eigener Erfahrung habe oder erfahren habe, auch an Stränden und so weiter. Deswegen finde ich es total spannend, was Italien jetzt anders macht im Gegenzug zu Österreich oder Frankreich. Ja, was hast du da lernen können von den einzelnen Ländern? Na, du hast schon recht. Also wenn es um wenig Müll, um Abfallvermeidung geht, da denkt man nicht zuerst an Italien, Frankreich, auch nicht an Spanien. Nur andersrum muss man halt sagen, dort, wo das Abfallmanagement nicht gut funktioniert, da entsteht halt auch eher der Druck, dass man eben etwas tut, weil bei uns Deutschland, Österreich, wir sind Recyclinghelden, bei uns fällt der Abfall auch nicht so auf, weil einfach das Management so gut funktioniert. Das heißt, bei uns scheint alles sauber, nur dass wir halt, dass jeder Österreicher über eine halbe Tonne Müll jedes Jahr produziert, das fällt halt nicht auf, weil die Müllabfuhr, weil das alles wunderbar funktioniert. Und eben die Pioniere sind in Italien und Frankreich, die das auch schon seit 20 Jahren machen, wo es eben darum geht, wo eben der Müll auf der Straße liegt. Ich habe das auch in meinem Buch, zum Beispiel eine französische Industriestadt, Roubaix, die machen das schon seit einigen Jahren ganz nett. Da war der Grund, es war einfach schmutzig, es ist der Dreck auf der Straße gelegen. Und der Bürgermeister hat dann gesagt, oder der Bürgermeister, der Bürger, also es waren Gemeinderatswahlen und er hat gesagt, wenn ihr mich zum Bürgermeister macht, dann setzen wir das COS-Konzept um. Und er ist Bürgermeister geworden und sie haben ein COS-Konzept umgesetzt. Also da ist einfach eine andere Dringlichkeit darunter. Und darum können wir uns dadurch schon einiges abschauen. Das Buch ist wirklich auf Österreich abgestimmt, weil wir natürlich in vielen Dingen schon voraus sind. Aber es gibt in Italien, in Frankreich, gibt so einzelne Inseln, wo wirklich einzelne Gemeinden, Regionen, die das ganz, ganz toll machen. Und da sollten wir uns nicht zu schade sein, uns da einiges abzuschauen. Sehr schön. Ja, was mir in Italien dann auch wirklich aufgefallen ist, gerade an den Stränden, dass eben Plakate aufstehen, wie getrennt wird. Also das ist mir da extrem aufgefallen, dass da hier auch die Initiativen kommen zur Verhaltensbildung. Okay, wie trennt man was, was man jetzt in Österreich vielleicht nicht so oft sieht. Ja, also wenn wir jetzt über im Ländervergleich reden. Sehr schön. Aber vielleicht noch abschließend, bevor wir in die Themenbereiche gehen, zu deinem Buch. Ich stelle es mir schon auch als Herausforderung vor, ein Buch zu schreiben. Was war denn deine größte Herausforderung oder wo hast du dir gedacht, puh, ist das jetzt vielleicht die richtige Entscheidung oder wird das noch was? Naja, am Anfang habe ich, also der Knackpunkt am Anfang war, dass ich mir natürlich schon überlegt habe, naja, will ich das wirklich? Weil es, also ein Buch zu schreiben, also es war summa summarum, war es dann schon ein Jahr Arbeit und ich glaube, ohne Corona wäre es nicht zustande gekommen, wäre es zeitlich nicht ausgegangen. Aber das war es einmal, dass ich mir am Anfang gedacht habe, erstens, will ich es überhaupt? Und dann zweitens, naja, reicht es überhaupt für ein Buch? Also ich habe schon viel an Materialien, aber wird da wirklich ein Buch draus? Dann habe ich halt begonnen und irgendwann war mal so eine Lehrphase, wo man gedacht hat, na, findet sich noch was? Und dann habe ich aber begonnen zu recherchieren und wenn man dann einmal anfängt, man kommt auf ganz, also es gibt in Österreich gibt es wahnsinnig viele Gelegenheiten, viele Initiativen. Also ich habe auch versucht, das möglichst gut zu verlinken, also die Links anzugeben, dass man dann wieder
wirklich eben zu Reparaturinitiativen, die es schon gibt, da wirklich gleich weiterarbeiten kann und nicht suchen muss, zu den unterschiedlichen Projekten von COS Austria, dass man gleich zu den Materialien kommt, also dass man dann auch die Unterlagen entsprechend hat. Und dann habe ich auch begonnen, diese Leute zu Wort kommen zu lassen, die diese Projekte schon umsetzen, die mir teilweise im Laufe der letzten Jahre bei meiner Arbeit untergekommen sind, die bei der Recherche kennengelernt habe, und die sind teilweise, die habe ich auch interviewt, die kommen auch selbst zu Wort, einfach um das Ganze ein bisschen lebendiger zu machen und um zu zeigen, das sind schon Menschen, die das machen, und die finden, also die machen, erstens machen es coole Sachen, und zweitens macht ihnen das total Spaß. Also das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Es soll ja nicht Verzicht sein, sondern es geht wirklich darum, wenn man ein COS-Projekt hat, das ist total, das macht Spaß, das bindet immer mehr Leute ein, und das soll man sich ja immer vor Augen halten. Das ist eine coole Sache. Genau, und diese Freude auch zu teilen, das ist dann halt immer schön, eben auch im Austausch mit anderen. Sehr schön. Dann wollen wir mal in den ersten Themenblock reingehen, nämlich COS auf Gemeindeebene. Hast du dir hier mal ein paar Insights, wie man sich das vorstellen kann, beziehungsweise wie das geht, wenn jetzt jemand in einer Gemeinde ist und vielleicht auch im Gemeinderat und sich denkt, okay, cool, das klingt alles spannend, das Handbook hole ich mir von der Evelyn, aber wie setze ich das jetzt gescheit um? Ja, die Grundidee, egal ob Stadt oder Gemeinde ist, wenn wir uns vorstellen, Stadt, Gemeinde ist sowas wie die Gesellschaft im Kleinen. Und wenn man es auf dieser Ebene umsetzt, das ist erstens einmal die richtige Ebene, weil es ist weder nur das Private, noch ist das Landes- oder Bundesebene, wo das Ganze schon wieder irgendwie zu abstrakt wird. Auf der Gemeindeebene, auf der Städteebene, das ist praktisch unser Lebensraum. Das ist dort, wo wir wohnen, wo wir die Nachbarschaft haben, wo die Kinder Schule, Kindergarten gehen, wo wir einkaufen, wo wir arbeiten. Das ist, wo man auch die Gemeinderäte, den Bürgermeister, den Stadtrat noch kennen, wo sich einfach alle Ebenen der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft auf einer persönlichen Ebene noch treffen, wo es noch nicht anonym wird. Und dann geht es darum, dass alle diese sich einbinden, dass es eben nicht nur die ehrenamtliche Initiative ist oder dass es nicht nur der Gemeinderat ist, der sagt, wir machen da ein Projekt, oder dass es nicht nur die Betriebe, dass es nicht nur der Händler ist und der dann gar nicht weiß, ob er entsprechend nachhaltige Kundschaft hat, sondern jeder. Es ist praktisch so ein Netzwerken und eine gegenseitige Verbindlichkeit. Also das ist so dieses Grundkonzept, und es ist jeder in seinem Bereich involviert. Es macht jeder sein Projekt und es netzwerkt auch jeder. Also, und insofern ist es dann eine Gemeinde, eine Stadt, und wenn dann ein Bürgermeister, eine Bürgermeisterin sagt, so, wir wollen jetzt COS-Gemeinde werden oder wir wollen plastikfreie Gemeinde werden, dann ist das ein großes Ganzes, wo eben die Bürger eingebunden sind, die Betriebe eingebunden sind, die Politik sowieso. Ja, und so wird es praktisch eine runde Sache und bildet eben die Gesellschaft im Kleinen ab. Auch sehr schön, so eine kleine eigene Bubble, die gemeinsam an einem Strang zieht und ein gemeinsames Ziel vor Augen hat, und das ist ja sehr schön. Aber welche Herausforderungen gibt es da, oder hast du erfahren im Umgang mit den Gemeinden oder im Schreiben des Buchs und mit deinen Erfahrungen? Was war jetzt das Schwierigste? Also ich gehe vielleicht einmal zurück, wir haben ja in meiner eigenen Gemeinde, Grad Weinstoß-Engl in der Nähe von Graz, haben wir ein Pilotprojekt gestartet 2017 und also dann richtig ab 2018 für ein Jahr, ist ausgegangen von der Klimaschutzbeauftragten der Gemeinde. Und es war ein Zusammenhang, die wollten Klima-Energie-Modellregion werden. Und so ist das praktisch entstanden, dieses COS-Projekt. Und der Zugang war, es beginnt mit den Bürgern, also es werden die Bürger angesprochen und die Betriebe. Und diese Kooperation, und da war die Erfahrung, die Bürger, die finden das ganz toll. Also wenn man da auf die Bürger zugeht und sagt, machen wir was, die sind Feuer und Flamme, warten direkt drauf. Bei den Betrieben ist es so, wenn man also aus Kundensicht zu den Betrieben geht, die finden es auch toll. Aber von denen geht erfahrungsgemäß die Initiative weniger aus, weil die sind einfach so im unternehmerischen Hamsterrad drinnen. Aber wenn man es einmal anspricht, dann sehen sie natürlich den Vorteil für sich selbst.
Den Fehler, den wir zum Beispiel damals bei diesem Pilotprojekt gemacht haben, wir haben die politische Ebene zu wenig eingebunden. Und daran ist auch dieses allererste Pilotprojekt gescheitert. Also das war so das Learning daraus. Man muss auch am Bürgermeister ins Boot holen. Man muss auch die Gemeinderäte ins Boot holen. Denn die tollste ehrenamtliche Initiative, da kann man sich noch so engagieren. Aber wenn ein Bürgermeister, ein Gemeinderat sagt, wir machen was, dann hat das eine ganz andere Signalwirkung. Wir haben das zum Beispiel in Niederösterreich, in der Plastikfreigemeinde St. Valentin. Da ist es eben, die haben das ganz vorbildlich gemacht. Da hat 2018 die Bürgermeisterin gesagt, wir werden Plastikfreigemeinde. Es hat eine Gemeinderesolution gegangen, das ist durch die Medien gegangen. Und dann sind aber die anderen Akteure eingebunden worden. Also dann hat man geschaut, wie holt man die Bürger, was macht man mit den Unternehmen. Und was dann noch dazu, also das, so ist es vorbildlich, wenn man so startet. Und dann muss man sich halt ein bisschen Zeit lassen. Also in einem Jahr passiert einmal wenig. Da hat man es gerade einmal an alle kommuniziert. Und die Erfahrungen zum Beispiel aus der nordfranzösischen Stadt Roubaix, wo ich mir viele Anregungen geholt habe, weil es für Österreich gut in vielen Belangen anwendbar ist, da waren die Erfahrungen, naja, 5 bis 10 Jahre muss man sich schon Zeit lassen, bis man wirklich vorzeigbare Resultate hat. Soll aber diesen Enthusiasmus nicht schmälern, also man fängt einfach einmal an und lässt dann auch dem Ganzen Zeit, dass es gut wachsen kann und nach 5 Jahren hat man dann einmal erste schöne Resultate. Sehr also schön, so funktioniert es auf Gemeindeebene. Super, und ich denke mir gerade, weil es mich auch persönlich interessiert, bei dir in der Gemeinde, ich meine, das ging ja auch durch die Medien und geht immer noch ein bisschen durch die Medien. Und jetzt St. Valentin, da hast du auch gemeint, dass das auch gut durch die Medien ging. Gab es da so ein bisschen diesen Schneeball-Effekt, dass sich da noch weitere Gemeinden gedacht haben, ach klasse, die machen das ja auch, können wir ja auch mal auf diesen Zug aufspringen. Weißt du da auch ein bisschen was? Ja, absolut. Also das ist ja also heutzutage mit der Digitalisierung, mit Internet, hat man ja zum Glück diese Möglichkeiten, das alles zu nutzen. Und wenn man das über eine Website macht, wenn man einfach wirklich nicht nur über die Printmedien, sondern online auch sehr präsent ist, dann passiert das automatisch. Und genau das ist ja der Sinn und Zweck. Weil zum Beispiel, wenn du mit einem Pilotprojekt anfängst, dann lernst du ja ständig, was nicht so gut funktioniert, man lernt für sich selbst daraus. Die anderen Städte und Gemeinden lernen auch daraus. Also die können dann praktisch schon auf den Schultern der einen Gemeinde schon weiterarbeiten. Und das ist ja der Sinn und Zweck, weil auch eine Stadt, eine Gemeinde alleine wird natürlich das Problem nicht lösen. Also sollte immer der Sinn und Zweck sein. Ich weiß, in St. Valentin war es dann auch so, dass dann einfach weitere Gemeinden, weitere Städte angefragt haben, ja, dürfen wir das auch machen? Na sicher dürft ihr das auch machen, bitte. Das ist der Sinn und Zweck, weil oft kann sich eine Gemeinde nicht vorstellen. Und wenn man da konkrete Vorbilder hat, beziehungsweise nachfragen kann, so soll es ja sein, dass man voneinander lernt. Also das passiert definitiv. Sehr schön. Wir haben auch schon eine Frage von der Claudia im Chat, nämlich was konkret an Müll wird eingespart? Also sie meint hier nicht die Menge, sondern wo wird da genau angesetzt? Welche Themen werden angegangen? Liebe Claudia, du kannst auch gerne die Hand heben, dann kann ich dich auch dir eine Sprecherlaubnis geben, wenn du willst und falls du noch irgendwas hinzufügen möchtest. Aber ansonsten, Evelyn, gerne. Es geht um die ganz konkrete Abfallvermeidung natürlich und das sollte man auch messen. Also das ist schon auch ein Appell bei allem, was man tut, bei allen Maßnahmen. Es soll nicht darum gehen, dass man einfach was Tolles macht und irgendwie die Ergebnisse im Sand verlaufen lässt. Also das wäre natürlich auch sinnvoll, dass das irgendwie gemessen wird und dass man messbare Resultate hat. Aber wie gesagt, dafür muss man sich realistischerweise einfach einmal Zeit lassen. Also in einem Jahr wird nichts passieren und nach 5 Jahren hat man vielleicht messbare Resultate. Und wohin soll dann die Reise gehen? Das, was sich sehr gut einsparen lässt, sind natürlich ist Leichtfraktion, Kunststoffverpackungen. Das ist das, wo man es am ehesten sieht. Und in welche Richtung es gehen kann, und das braucht ja eine gewisse Zeit. Wir wissen zum Beispiel in Norditalien, da gibt es eine Region, wo man bei rund
50 Kilo Restmüll pro Jahr und Kopf ist. Also das ist schon einmal sehr beachtlich. Da liegen wir in Österreich doch noch deutlich drüber. Je nach Bundesland liegen wir da um 100 Kilo pro Kopf und Jahr. Also da kann man sich schon noch was abschauen. Bitte, liebe Claudia, gerne noch Hallo, zusätzlich. wer dich gehört? Ja, Ja, super. danke. Meine Frage, Frau Rath, geht in die Richtung, was das Konkrete betrifft, wirklich, wie stelle ich mir das vor? Wir haben ja in den Gemeinden auch da gibt es diese Restmüllplätze, dann gibt es ja die Mülltonnen, wie auch in den Städten, das ist ganz klar. Aber wo wird darüber hinaus noch? Geht es dann darum, dass man den Haushalten aufzeigt? Oder das würde mich interessieren. Also sozusagen, wo ist der ganz konkrete praktische Ansatz über die normale Müllvermeidung hinaus? Na, es sind unterschiedliche Ansätze. Also es geht, ich habe zwischendurch, habe ich gerade nichts gehört. Also es ist, an wen sich's Vielleicht richtet, anhand oder? vom Beispiel einfach. Ja, man dann alle Menschen zusammen von der Gemeinde und zeigt ihnen auf, wie sie noch mehr Müll im Haushalt vermeiden, oder geht es darum, dass dann im Gemeindezentrum keine Pappbecher mehr sind und solche Geschichten? Also ich würde gerne so ein paar so Beispiele aufgezeigt bekommen, Ja, wenn das geht. also es sind ganz unterschiedliche Ansätze. Da geht es darum, bei wem liegt die Verantwortlichkeit? Also wenn wir sagen, öffentliche Veranstaltungen, Gemeindeveranstaltungen, dann ist ganz klar, dass die Stadt schauen muss, dass bei den öffentlichen Veranstaltungen Mehrweggeschirr zum Beispiel verwendet wird. Dann ein weiteres Projekt ist zum Beispiel, wie können es die Familien, die Haushalte selbst schaffen, Abfall zu vermeiden? Und da ist zum Beispiel, Daniela hat schon angesprochen, da kann man das in Form von einer COS Family Challenge machen. Schaut zum Beispiel so aus, dass wirklich eine Auswahl an Haushalten getroffen wird. Also sprich, es werden unterschiedlichste Haushalte eingeladen, an so einer Family Challenge teilzunehmen. Und die werden dann über einen gewissen Zeitraum geschult, Abfall zu vermeiden. Und zwar in allen Bereichen. Also eben fürs Badezimmer, für den Einkauf und so weiter. Die werden wirklich gecoacht und die sollten aus unterschiedlichsten Bereichen möglich sein, um die ganze Stadt abzudecken. Um Single-Haushalt, Mehr-Generationen-Haushalt, Senioren-Haushalt abzudecken. So wirklich bunt gemischt. Denen zeigt man es, die werden geschult, die können das dann auch. Die haben, also das wissen wir aus Erfahrungen, die haben dann teilweise 80% weniger Müll. Und was dann noch weiter passiert, die machen das nicht nur für sich allein, die machen das dann auch für ihr Umfeld. Also das passiert automatisch, die werden zu Multiplikatoren. Eben, weil die Nachbarschaft automatisch nachfragt, also die werden dann neugierig, dann fragt die Nachbarschaft nach, naja, wie funktioniert denn das? Wie macht ihr das? Die holen sich Tipps. Oder im beruflichen Umfeld, wenn jemand bei der Challenge mitmacht, dann werden auch die Kollegen fragen, du, wie machst du das? Weil es fällt automatisch auf, dass derjenige dann vielleicht bei der Mittagspause sich sein Essen, das übrig bleibt, mit nach Hause nimmt. Also diese Leute beginnen sich anders zu verhalten. Das fällt auf, das weckt die Neugier des Umfelds und wir wissen ungefähr, dass jeder Haushalt, der an so einem Family-Projekt mitmacht, zwischen 5 und 10 weitere Haushalte beeinflusst. Also und so funktioniert das praktisch, dass diese Leute, ohne irgendwie zu missionieren, zu Multiplikatoren werden. Vielleicht noch ganz kurz zur Family Challenge, bevor gerne noch Fragen, Claudia. Wir haben das auch durch die Erfahrung mit allen TeilnehmerInnen gemerkt. Es ist jetzt nicht nur auf die klassische Familie bezogen, sondern es sind auch gerade in Wien total viele StudentInnen-WGs dabei, die mitmachen, weil man diese Aufgaben, die halt wöchentlich rausgehen, jetzt bei uns, bei der Zero Waste Challenge, und von Woche zu Woche schwieriger werden, auch natürlich auch im Single-Haushalt probieren kann, beziehungsweise in einer WG. Also das ist auch wirklich für jeden Haushalt bestimmt. Genau, Genau. also mit Familie ist sozusagen Haushalt gemeint. Genau. Super, meine Frage ist damit wunderbar beantwortet. Dankeschön. Ja, gerne. Also wenn sonst noch Fragen sind, gerne in den Chat oder einfach Hand heben, dann.
holen wir Diskussionsteilnehmerinnen hervor. Super, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Es heißt, dein Buch heißt der CEO ist in Stadt und Land. Jetzt würde mich interessieren, wo es jetzt vielleicht besser läuft, in der Stadt oder am Land? Ich hätte schon eine Vermutung, aber ich bin gespannt, was deine Meinung da ist. Na, es ist überall möglich. Es ist überall sehr gut möglich, schaut einfach ein bisschen anders aus. Also das, die Überzeugung ist oft, in der Stadt ist es leichter. Also das ist das, was man sich, das Erste, was ich oft höre, in der Stadt ist es leichter und dort gibt es unverpackt Läden und so weiter. Die Wahrheit ist, es ist überall möglich, es schaut einfach anders aus. Natürlich in den Städten gibt es teilweise schon unverpackt Läden, die einem das vielleicht ein bisschen leichter machen, aber am Land kommen auch die Unverpackt-Läden. Also es gibt ja auf der Website von CEO East Austria gibt es auch die Unverpackt-Map, wo jeder für sich selbst, egal ob er in der Stadt oder am Land lebt, kann er schauen, wo gibt es bei mir in der Nähe den nächsten Unverpackt-Laden und da wird er sehen, auch am Land gibt es überraschend viele Unverpackt-Läden. Absolut, vielleicht ein kurzer Einwurf dazu. Danke auch fürs Erwähnen. Wir sind sehr stolz auf unsere Unverpackt-Map, die im Mai letzten Jahres rausging. Also gerne auch, wenn ihr vorbeischaut und vielleicht einen Unverpackt-Laden oder teilweise Unverpackt-Laden, die sind nämlich auch gelistet, findet, auch gerne uns schreiben, denn wir nehmen das mit auf, weil wir wollen natürlich, dass diese Map auch weiter wächst und natürlich umso mehr dort zu finden ist, umso besser. Und das ist halt auch am Land, vergisst man es oft. Wir fanden in der Recherche heraus, dass viele halt einfach Abholverkauf machen. Die findet man ja gar nicht im Online oder irgendwie. Also das kennt man dann über Mundpropaganda und so weiter, weil die es auch nicht brauchen, dass die irgendwie Werbung machen oder sich hier einen Google Business Account dazu erstellen, weil das einfach im Umfeld passiert. Also David tut sich extrem viel, gerade auch durch Corona. Ich komme selbst vom Land, hat man wirklich gemerkt, wie hier Abrufläden oder Container zur Selbstabholung einfach herausgesprießt sind oder durch WhatsApp-Gruppen hier Dinge unverpackt abholbar sind, beziehungsweise oder waren und sind. Also da tut sich wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Genau, also in der Stadt gibt es oft ein Angebot und da ist es auch irgendwie COS so als cooler Lebensstil. Und dann gibt es halt entsprechende, dann gibt es den Unverpacktladen, dann gibt es Kleiderzirkel, also dann entstehen ja auch die entsprechenden Geschäftsmodelle, dann gibt es vielleicht Restaurants, wo man etwas mit einem Mehrweggeschirr, mit diesem Skono-Mehrweggeschirr abholen kann. Da kann man vielleicht den Coffee-to-go-Becher zurückgeben und am Land gibt es aber andere Sachen, die einfach, wie du gesagt hast, schon etabliert sind. Da gibt es den Direktvermarkter, da gibt es einfach das Joghurt, die Milchprodukte im Mehrwegglas und da redet man sich einfach aus. Also wenn diese Produkte da sind, da wird das einfach kommuniziert und das war immer schon so und da ist das den Leuten, also das Angebot, das sie haben, oft gar nicht so bewusst, dass sie dann auch am Land nicht zum Spar oder zum Billa gehen müssen, sondern da gibt es einen Direktvermarkter, da gibt es vielleicht eine Mühle. Und da ist einfach die Herausforderung, das auch zu sehen, dieses Potenzial, das man hat und das dann auch zu nutzen. Und egal, ob in Stadt oder Land, wir müssen uns einfach ein bisschen davon verabschieden, diese Dinge nur zu konsumieren, diese Angebote nur zu konsumieren. Weil auch in der Stadt, wenn ich ein entsprechendes Angebot möchte von meinem Händler, da muss ich es vielleicht auch einfordern. Oder was auch bei den Unverpacktladen, was auch immer wieder passiert ist, dass Leute sagen, na, es gibt keinen Unverpacktladen, ich möchte was machen, ich eröffne meinen eigenen Unverpacktladen. Also auch das glaubt man gar nicht, das sind Leute, die von ihrer Ausbildung aus einer ganz anderen Richtung kommen, irgendwas studiert haben, aber wirklich aus Überzeugung und aus Mangel an Angeboten einen eigenen Unverpacktladen errichten. Oder ein anderes Geschäftsmodell. Also wir wissen, es ist noch nicht alles so, egal ob in Stadt oder Land. Und wir müssen halt wirklich selbst auch aktiv werden, entweder als Konsumenten es einfordern oder eben ein entsprechendes Geschäftsmodell entwickeln. Oder entsprechende Geschäftsmodelle in die eigene Stadt holen, wie es zum Beispiel mit dem Mehrweggeschirr von Skono ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Edelstahlgeschirr, ein Mehrweggeschirr, da gibt es dann Partnerunternehmen in der Gastronomie und wenn dieses Kono Mehrweggeschirr von dem jeweiligen Restaurant angeboten wird, dann kann ich dort meine Speise in diesem Geschirr mitnehmen und kann es dann auch wieder zurückgeben. Das gibt es vielleicht in der eigenen Stadt noch nicht,
Da muss ich halt als Konsument das anregen oder als Gast das anregen und so die Dinge ins Laufen bringen. Absolut, und wir wollen ja auch immer aufzeigen und sagen, okay, hinterfragt es oder fragt es nach, ist das möglich? Ich fand es auch total toll, wo ich letztens in Graz war. In ganz Graz gibt es diese Mehrwegbecher. Sprich, man kann sich überall den Kaffee holen und beim nächsten Kaffee wieder abgeben. Also das ist wirklich eine super tolle Initiative, wo auch die ganze Stadt gemeinsam dran arbeitet und eben die Verena vom Gramm da auch total dahinter ist und sich um solche Themen kümmert. Ja, also da gibt es einiges und für all jene, die einen Unverpacktladen eröffnen wollen, da haben wir eben durch dieses Unverpacktprojekt auch hier gratis Material, was es braucht und so weiter, weil es ist halt nach wie vor immer Aufklärungsarbeit und da ist es einfach geholfen, wenn man die Informationen so leicht wie möglich und so einfach zugänglich wie möglich bekommt, um dann auch wirklich besser nachfragen zu können, beziehungsweise auch selbst vielleicht das in die Initiative in die Hand zu nehmen, in der Gemeinde, in der Stadt und hier solche Themen auch umsetzt, ja. Und ja, also Aufklärungsarbeit ist natürlich ein Riesenthema. Und wie geht es dir damit? Oder wie ging es dir mit dem Buch damit als Aufklärungsarbeit? Aufklärungsarbeit ist natürlich ganz wichtig, dass man sagt, also Aufklärungsarbeit ist für mich mal zuerst, dass man sagt, es geht. Also man kann dieses, das geht ja nicht, und das denkt man uns ja ganz oft, na, da ist keine verpackungsfreie Lösung möglich, dass man da einfach einmal kreativ an die Sache rangeht und sagt, natürlich geht's. Und dann ist es schön, wenn wir uns das anderswo abschauen können, aber manchmal muss man auch selbst kreativ werden. Und das ist eben dieses Konzept, wenn ich es in der Stadt oder in der Gemeinde habe. Und dann gibt es dort einmal so eine Veranstaltung, wo man die Leute auch an Bord holt, wo man auch erfährt, eben, was gibt es in anderen Gemeinden, und dann tauscht man sich aus, dann kann ganz viel entstehen. Also dann kann man, wenn man dann diese Ideen sammelt und sich vielleicht Anregungen aus dem Buch holt, was könnte für uns passen, wo können wir uns treffen, dann kann einfach in der Gemeinschaft wahnsinnig viel passieren. Und das ist eben, COS bedeutet ganz viel gemeinschaftliche Arbeit, ganz viel Zusammenarbeit. Also das schafft einer allein nicht. Aber so ist es mit den ökologischen Herausforderungen, mit allen anderen Krisen. Also das kann man nur jeder mit seinen Fähigkeiten und dann gemeinsam. Genau, wo wir wieder beim Austausch wären, der so wichtig ist. Genau. Sehr schön. Dann als fast abschließendes Thema, bevor wir in die Fragerunden gehen und ins Conclusio, wo du auch schöne Beispiele mitgebracht hast, auf die ich mich schon sehr freue. Du nennst ja auch, du hast ja auch Zero Heroes in deinem Buch, so wie wir bei Zero Waste Austria, denn all jene Personen, die sich damit beschäftigen, sind für uns auch Zero Heroes. Und da wär's schön, vielleicht hast du hier ein paar Beispiele aus der Wirtschaft, aus der Politik oder eben auch aus der Zivilgesellschaft. Zero Heroes, also für mich, ich würde sagen, Zero Heroes sind die, die dieses Abfall vermeiden, dieses Neudenken nicht nur zu Hause, nicht nur für sich machen, sondern wirklich auf gesellschaftlicher Ebene. Das sind ganz klar mal im Gesellschaft, also im zivilgesellschaftlichen Bereich, die vielen, vielen ehrenamtlichen Initiativen, die es ja eh schon in vielen Städten und Gemeinden gibt. Das sind die Leute, die bei einem Reparaturcafé mitarbeiten, die einen Kostnixladen ehrenamtlich betreiben, die offene Bücherregale offen betreiben, die das in ihrer Gemeinde zum Thema machen und dann vielleicht im Rahmen eines Projektes umsetzen. Also die das auf der ehrenamtlichen Ebene machen. Ich habe auch ein paar in meinem Buch auch zu Wort kommen lassen, weil ich das wirklich ganz toll finde, mit wie viel Engagement die das machen. Und man muss sich denken, das ist fast so viel Arbeit wie ein Job. Und die machen das alles wirklich aus Überzeugung für die Zukunft der eigenen Kinder. Also diese Leute brennen dafür und kriegen nichts zahlt. Das ist Wahnsinn. Dann auf wirtschaftlicher Ebene ganz klar Leute, die einfach zum Beispiel wie der Unverpacktladen in Niederösterreich, der auch in meinem Buch vorkommt, die auch aus eigener Überzeugung einen Unverpacktladen zum Beispiel eröffnen, weil es noch kein Angebot gibt und weil die das unbedingt wollen. Oder auch, finde ja immer sehr sympathisch in den Gemeinden, in den Städten und Gemeinden, wenn man sich mit den unterschiedlichsten KMUs zusammensetzt. Das ist auch eine Erfahrung aus unserem Pilotprojekt,
Und dann sagt, naja, welche COS-Projekte könntest du als Gasthaus machen? Welche COS-Projekte könntest du als Händler? Was könnten wir da machen, als Apotheke zum Beispiel? Und dann kommt man drauf, na, die haben ein ganz tolles Angebot. Man muss es nur an den Kunden, an den Gast bringen. Also diese KMUs, die es in den Städten, in den Gemeinden gibt, muss kein großes Unternehmen sein. Das muss kein großes Green Business sein, aber die sich darauf einlassen und da viele, viele kleine Maßnahmen umsetzen und dann vielleicht mehr Zero Waste werden, als sie es anfänglich gedacht haben. Wir haben das zum Beispiel bei einem kleinen Nahversorger gehabt, der hatte einfach nur die regionale Milch in der Plastikflasche, der hatte viel Verpacktes. Und dann haben wir uns einfach einmal zusammengesetzt und der fand das mit den Mehrwegverpackungen, mit dem losen Angebot toll. Und Schritt für Schritt hat er ein unverpacktes Angebot aufgebaut. Also mehr, als er sich am Anfang gedacht hätte. Und die Kunden lieben das. Also wenn man sich da einlässt, ich finde, das sind auch unter den Unternehmern, sind das durchaus Zero Heroes. Und auf Gemeindeebene, auf österreichischer Ebene würde ich ganz klar sagen, die Bürgermeisterin von St. Valentin, die Kerstin Suchan-Meyer, die das als erste Bürgermeisterin so verlautbart hat, eine Gemeinderesolution durchgebracht hat. Und also ich glaube, das ist wirklich eine Pioniergemeinde, eine Pionierstadt in Österreich. Da dürfen wir noch gespannt sein. Sehr schön. Ja, ich finde es auch toll, den Punkt, den du aufgebracht hast, dieses Aufzeigen von, okay, du hast jetzt Milchflaschen in Plastik und dann halt aufzuzeigen, okay, da gibt es diese Mehrweglösung und auf einmal so, ja toll, diese Personen haben oftmals vielleicht gar nicht daran gedacht, ja, und das ist so wichtig, da einfach eben wieder in den Austausch zu kommen, in den Diskurs zu kommen und ja, also wir versuchen halt auch nicht mit dem Finger zu zeigen, sondern einfach zu sagen, hey, schau mal, da gibt es vielleicht diese Alternativen, mit dem kann man auch, weil es ist halt schon auch so, dass aus meinen Erfahrungen und auch was mir so auch im Freundeskreis und im Bekanntenkreis zugetragen wird und aus der Community, dass viele halt oftmals einfach so dieses Bashing auch betreiben und so, naja, du machst das jetzt und eigentlich solltest du das ja anders machen und genau das ist der falsche Weg und da ist es eigentlich wichtig, im schönen Austausch zu gehen und das einfach auch nicht mit dem Fingerzeig, sondern einfach im kreativen Bereich oder sich weiterzuentwickeln und zu sagen, hey, machen wir das. Und ich finde es nach wie vor spannend, dass Frauen in diesem Thema einfach federführend sind. Wenn du jetzt die Bürgermeisterin ansprichst, du bist hier, schreibst das Buch. Bei COS Austria im Team haben wir auch einen sehr, 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 sehr hohen Frauenanteil. Und auch ich sehe es bei den ZuschauerInnen, dass der Großteil Frauen ist. Also es ist spannend, dass nach wie vor Frauen hier wirklich, wirklich sehr viel tun. Und das ist schon ein Thema, was man echt auch sagen muss, dass das toll ist und so schön zu sehen, dass sich da viele auch so engagieren. Genau. Und also wenn Fragen sind, bitte jederzeit gerne, weil sonst würde ich sagen, jetzt zum Schluss, noch als Abschluss, wird die Evelyn uns ein paar Best Practices zeigen und auch die ersten Schritte zu einem müllfreien Ort ansprechen, also dass jeder auch wirklich was mitnehmen kann und vielleicht morgen schon umsetzen. Also es wird leichte Tipps geben, aber auch ein paar schwierige. Und ja, da würde ich dann dir die Freigabe übergeben und starte gerne los. Ja, ich habe einfach ein paar Bilder noch mitgebracht als Anregung. Also wenn man, das ist zum Beispiel, das war mein allererstes Pilotprojekt mit der Klimaschutzbeauftragten in unserer eigenen Gemeinde. Und da sieht man schon, da sind die Betriebe, das ist ein Gastwirt, das ist ein Händler hier. Und die Bürger wurden eingebunden. Und wir haben einfach so einen Abend gemacht, wo alle informiert wurden, wo alle eingeladen wurden, wo gemeinsam diskutiert wurde. Weil das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man das in einer Gemeinde, in einer Stadt angeht. Da muss man ein bisschen Emotionen auch liefern, da muss man diese Begeisterung rüberbringen und man muss auch mit den Kritikern diskutieren. Auch diese Möglichkeit muss es geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Gespräch, der Austausch, dass man auch Kritik gelten lässt. Und wenn man das mit so einem gemeinsamen Abend, mit einer Präsentation auch startet, da können ganz tolle Pläne geschmiedet werden. Und in dieser Präsentation hast du dann auch direkt eben auch so eine kleine Guideline beziehungsweise so eine Roadmap vorgestellt oder konkrete Schritte oder wie kann man sich diese Präsentation vorstellen?
Genau, also gut ist es, wenn man einfach einmal das Ziel kommuniziert, was man vorhat, so in groben Zügen und das auch präsentiert, aber mit einem offenen Ausgang. Also dann auch Ideen einfließen lasst, Kritik einfließen lasst, beziehungsweise dem möglichst den Wind nimmt und dann einfach plant. Also einfach einmal starten, was man grob vorhat und dann die Feinarbeit da durchaus alle Beteiligten unbedingt auch einbinden, damit sie dann auch die Verantwortung, damit dann das nicht, weil das ist auch, wenn es von der Gemeinde ausgeht, erlebe immer wieder, dass dann alle sagen, naja, diese Aufgabe, was weiß ich, müllfreie Feste, das muss der Bürgermeister übernehmen. Dann, dass die Händler was Unverpacktes anbieten, das soll auch der Bürgermeister machen und der wird dann immer blasser. Also Sinn einer gemeinsamen, einer Gemeinde, einer Stadtveranstaltung als Kickoff ist schon auch, dass man die Verantwortung, die Aufgaben ein bisschen aufteilt. Insofern soll es einfach offen sein, und da wird man überrascht sein, was da in der Kommunikation rauskommt, oft mehr, als man sich anfangs gedacht hatte. Ja, das Verantwortungsthema oder Verantwortung ist generell, glaube ich, überall ein Thema und gerade auch hier, weil natürlich wäre schön, wenn wir einen Unverpacktladen hätten. Da kommt sicher viel das Feedback, aber diese Person oder diese Personen, die das dann übernehmen, da wird dann das Feld schon etwas lichter und die findet man dann schwieriger als die Personen, die vielleicht einkaufen wollen würden. Ja. Es kam auch noch eine Frage aus dem Chat, nämlich Frauen kaufen bei uns auch ein, also wichtig für Umsetzung. Allerdings sind viele in der Hygiene, die den Abfall sehr erhöhen. Gerne eine Sprecherlaubnis und liebe Elisabeth, bitte. Ja, grüß dich. Drum, es ist auch im Ernährungsstudium sind es auch lauter Frauen und eben, aber Frauen kaufen in unserer Gesellschaft halt eben ein. Und deshalb denke ich mir, es ist besonders wichtig, dass die sich auch damit beschäftigen. Wo ich aber ein Problem sehe, ist die Hygiene. Also sind auch teilweise Männer, also ich kenne halt hauptsächlich, also sehr viele Männer, wo aufgrund der Hygiene Argumente ständig mehr Abfall produziert wird. Wir sehen das ja auch jetzt bei Corona, was wir da für riesige Müllberge erzeugen. Natürlich müssen wir Hände waschen und Masken und alles Mögliche, aber wir erzeugen dadurch halt wirklich riesige Mengen an Müll. Absolut. Vielleicht, Evelyn, magst du? Ja, ich meine, das Hygienethema ist natürlich ein großes Thema, aber es gibt ja Hygieneverordnungen, an die sich natürlich auch ein Unverpacktladen halten muss. Das ist natürlich die große Herausforderung, aber dafür wird im Handel ja auch schon auf großer Ebene Lösungen gesucht. Wir sehen ja auch die ersten Abfüllstationen, also die auch voll digital sind und wo dieses Hygienekonzept wirklich also wirklich total durchgedacht wird, was passiert, bis hin, wenn dieses im Nachfüllvorgang für diese Abfüllstation und so weiter. Also ich glaube, da gibt es gute Lösungen, die auch dann der Händler, die der Hersteller verantworten kann. Sonst ist es oft auch, würde ich mal sagen, eine bisschen Ausrede auch, wobei ich finde, das ist in Österreich kulturell gar nicht so dieses Hygienethema, gerade beim Lebensmitteleinkauf ist das eher weniger so. Das höre ich eigentlich in südeuropäischen Ländern öfter, dass man sagt, na, wenn ich die Lebensmittel offen kaufe, dann ist das vielleicht schmutzig. Finde ich in Österreich gar nicht so und soweit ich weiß, auch die Unverpackt-Läden haben während der Corona, also während der Lockdown-Phase, während der ersten Pandemiezeit, da sind viele, viele Leute trotzdem gekommen. Also das hat die Leute scheinbar nicht abgehalten, dass sie gemeint haben, wenn ich jetzt unverpackt einkaufe, dann kann ich vielleicht mich eher anstecken. Ja, Aber ich ist natürlich meine ein damit eher ein negativeres Beispiel, weil, wie gesagt, ich bin im Ernährungsbereich und im Hygienebereich und zum Beispiel die Kindergärten in Wien dürfen nicht für einen Geburtstagskuchen, zum Beispiel hat man früher einfach einen Kuchen selbst gemacht. Heutzutage im Wiener Kindergarten, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, müssen sie mit Rechnung beweisen, dass sie diesen Kuchen gekauft haben, weil sonst könnte er nicht den Hygienerichtlinien entsprechen. Mir hat ein Hygienemensch gesagt, na, würden Sie das essen, was die Eltern da daheim? Sage ich, ja, weil die Kinder essen auch zu Hause und auch wenn es nicht so ganz hygienisch ist.
die Kinder essen zu Hause, also das heißt, haben dann natürlich auch diese Hygieneverhältnisse. Manchmal müsste man vielleicht gewisse Eltern halt ein bisschen dazu schulen, kann man aber wahrscheinlich über einen Kuchen ihnen mehr das beibringen, dass sie zum Beispiel keine rohen Eier im, ich meine, das ist natürlich klar, das war eigentlich schon sehr, sehr lange, dass man keine rohen Eier im Kuchen haben darf, also Tiramisu ist natürlich nur im abgewandelten Rezepten möglich und ähnliches. Aber jetzt ist eben die schon seit einigen Jahren, würde ich sagen, also weiß ich nicht, ob es 2, 3 Jahre sind, muss man mit Rechnung beweisen, dass man diesen Kuchen gekauft hat. Da stellt sich für mich halt die Frage, auf Grundlage von was? Also ich weiß, dass Kindergärten und Schulen, also dass da die Eltern durchaus was mitbringen dürfen, was Selbstgemachtes. Nur in Schulen, im Kindergarten nicht. Zum Beispiel in steirischen Kindergärten ganz sicher. Also ich bin ja, ich weiß nur Wien. Ja. In einem Projekt mit der Stadt Graz, einem Kindergartenprojekt, wo das definitiv so ist, dass man was Selbstgebackenes mitnehmen darf. Und wenn es für Wien eben nicht so ist, dann müsste man halt schauen, auf Grundlage von was ist es nicht erlaubt? Wie wird da argumentiert, dass man es nicht darf? Ist es einfach so? Oder gibt es eine entsprechende Grundlage dafür? Es ist also eine Hygieneverordnung, damit sie sich selbst natürlich schützen, die Magistratsbeamten, also die das eben eingeführt haben, mit Hygienerichtlinien. Es kam dann das weitere Argument, da wollen sie eine Norovireninfektion. Ja, in anderen Bundesländern haben die ja auch keine Norovireninfektion. Natürlich kann es aber vorkommen und natürlich muss man Hygiene einhalten. Ist ganz klar, ja. Ist ganz klar. Ich meine, es findet sich für alles eine Lösung, wenn man mit den Kindergärten selbst arbeitet. Und wir arbeiten auch gerade an einem Leitfaden österreichweit für Kindergärten. Und wenn die Kindergärtner entsprechend und die Pädagogen entsprechend auf COS Wert legen, dann könnten sie sagen, naja, bevor wir aber das nur in Plastik eingeschweißte nehmen, dann lassen wir das mit dem Kuchen überhaupt im Sinne der Ressourcenschonung. Genau. Wäre ein Vorschlag. Super. Noch eine Frage, liebe Elisabeth? Nein. Super. Dankeschön für den Input. Wir haben gleich noch eine Frage bekommen von der Susanne. Susanne, darf ich dich auch als Diskussionsteilnehmerin hervorholen? Ich hoffe, das ist okay. Einfach unmuten und dann kurz die Frage stellen. Sollte schon gehen. Super. Okay. Es hat vor Jahren einmal gegeben, eine Verordnung, wurde eine Verordnung erlassen, dass man Verpackungen bei dem Händler lassen kann. Das war eine riesige Aufregung damals, hat primär einmal so, ich weiß nicht, so Haushaltsgeräte und größere Geräte, was immer, betroffen. Ich finde die Verordnung nicht, leider. Weil es würde mich sehr interessieren, ob das auch für zum Beispiel Lebensmittelhandel gilt. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn der Biller gezwungen wird, beispielsweise vor seiner Tür irgendeinen Behälter aufzustellen, ich würde mich sehr schnell dorthin stellen und die ganzen Plastiksachen wegnehmen und ihm dort reinwerfen. Und wenn das mehrere Menschen tun, dann wird der Biller irgendwann einmal müde dieser Wegräumaktion, die er machen muss. Und so die Lieferanten angehen, dass sie das anders machen. Und das Problem ist ja an und für sich ein systemisches. Ja? Und vor allem im Bereich der Verpackungen. Und ich denke mir, da könnte man eventuell einen Druck von unten über den Lebensmittelhandel an die Produzenten, an die Verpackungsindustrie machen. Weiß jemand, hat jemand Informationen über diese Verordnung? Entschuldigung, ich sitze im Auto und da vorne geht gerade ein Reh vorbei. Okay. Fein.
Bezüglich der Verordnung, da müssen wir uns noch informieren. Ich weiß, es wird teilweise gemacht. Es wird zum Beispiel in Frankreich wird das auch systematisch teilweise gemacht, also wo man wirklich sich organisiert und das in großem Stil ablehnt. Leute, die selbst im Handel arbeiten, sagen immer wieder, das bringt nichts, weil es die eine Filiale wegschmeißt. Und diese Message, die man damit eigentlich kommunizieren will, die kommt nicht dort an, wo man sie gerne haben will. Und auch der Händler ist ein Händler. Also kann man natürlich machen, ich weiß nicht, wie zielführend es ist. Ich halte es eher für weniger zielführend, weil da müsste man das in entsprechend großem Stil machen. Ja, ist natürlich eine Möglichkeit. Wir versuchen, also die Zero Waste heißt, dass man versucht, die Sachen positiv anzugehen, dass man es einfach wirklich, dass man konstruktiv und lösungsorientiert arbeitet. Ist nicht immer ganz leicht, aber da wäre eben der Ansatz, dass man es wirklich, dass man einfach nach Lösungen sucht und die Sache auf diesen Weg angeht. Da haben wir im Handel noch einen breiten Weg, aber erste Anzeichen gibt es bereits mit Abfüllstationen im stationären Handel, auch bei den großen Ketten. Ja, ist ein spannendes Thema, weil ich habe das auch vermehrt beobachtet bei den Lebensmitteln, Händlern, dass es schon die Mülleimer sind schon sehr, sehr voll. Also es tun schon auch einige, ja. Also schon über einen längeren Zeitraum fällt mir das immer wieder auf. Aber ja, Veränderung hätte ich jetzt diesbezüglich auch nicht wirklich gemerkt, außer dass halt viele Lebensmittelhändler jetzt mal mit den Unverpackt-Ecken nachrüsten. Also ich glaube auch, dass wenn diese von Kunden und Kundinnen genutzt werden, dass man hier auch natürlich sieht, dass das vielleicht erweitert wird. Ja, also da kann man sicherlich auch ansetzen, ja, dass man sich nicht extra dann in den Aber wobei die Unverpacktläden, die kleinen, sollte man natürlich auch unterstützen. Aber es kommt halt, ja, es kommt immer drauf an. Und ich denke mir, wenn das sehr genutzt wird, ist das natürlich auch ein Zeichen, okay, dass das Bedeutung hat. Genau. Ja, ich meine, das Problem ist halt, ich habe auf eurer Webseite, auf dem Map, Zero Waste Map, nachgesehen. Und Kärnten ist ein weißer Fleck. Ja, ich weiß. Da gibt es gar nichts. Und ja, ja. Also. Ja, das ist extrem schade und ich war auch, also ich komme ursprünglich aus Kärnten und habe mich mit dem Thema auch sehr befasst und auch mit den BotschafterInnen und dort ist eben das Thema, dass wirklich sehr viel Direkt- oder Abrufverkauf auch stattfindet, ja, und hier einfach noch viel nachjustiert werden muss, was auch in Klagenfurt betrifft. Also wir haben ein paar PartnerInnen in Klagenfurt, die sich mit dem Thema schon befassen und da ist noch viel Luft nach oben und hier ist primär sind nur die Märkte, Bauernmärkte sind halt hier sehr, sehr hoch im Kurs, ja. Also das sind halt diese Themen, die dort eine Rolle spielen. Also ich würde sagen, Kärnten hat viel Potenzial und oft ist es eben auch so, wenn es eine Gemeinde gibt, die einmal wirklich was Tolles macht, die Umlandgemeinden schauen sich das ab. Also da muss einfach dieser Damm einmal gebrochen werden und dann kann man sich auch für Kärnten vorstellen. Dann ist das auf einmal nicht mehr dieses COS, nicht mehr so utopisch und vielleicht irgendwo eine Wiener Sache, sondern dann wird es ganz konkret und handfest. Absolut, super. Noch eine Frage, Susanne, oder wurde alles beantwortet? Danke, das passt schon, danke. Sehr schön, gerne. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Ich würde sagen, vielleicht hast du noch ein paar Beispiele, also für jene, die, also es gab schon einen Kommentar, danke für den inspirierenden Vorabend, liebe Evelyn. Also wer gerne noch dabei sein möchte, dabei bleiben und ansonsten vielen Dank. Aber ich würde sagen, wir schauen uns da noch ein paar Beispiele an. Genau, machen wir das noch kurz und knackig, wenn ich da... Hier, das ist zum Beispiel eine ehrenamtliche Initiative, von denen es ja auch ganz viele gibt. Da wird zum Beispiel gezeigt, wie man Waschmittel selber macht. Das ist toll, wenn das die Initiative selber macht, wenn das aber über die Gemeinde, über die Stadt geht und unter diesem Deckma, also unter dieser Schirmherrschaft der Stadt oder der Gemeinde ist, dann hat das eine ganz andere Reichweite. Dann haben wir hier zum Beispiel ein Kompostierworkshop. Wenn man das jetzt im April macht, wo die Leute so am Land oder an den Stadtränden, wo die Leute Gärten haben, wenn man das im April macht, die Leute sind wahnsinnig interessiert. Kompostieren ist auch Abfall vermeiden. Das heißt, es soll nicht in den Biomüll, soll nicht in den Restmüll, sondern möglichst auf den Kompost oder auf den Biomüll. Die Leute sind wahnsinnig interessiert und hier zum Beispiel wurde das bei einem Gasthaus, also das ist der Komposthaufen von einem Gasthaus, wo das gemacht wurde, da hat man gleich dann diesen Betrieb auch mit dabei. Also da ist dieser Link gelungen zwischen Bürgern und Gewerbetreiber, also und Gasthaus in dem Fall.
Hier ist es dann von einem Restaurant sogar aufgegriffen worden. Das ist schon eine Zusammenarbeit mit einem Betrieb, wo dann COS-Maßnahmen ergriffen wurden. Und dieses Restaurant hat die eigenen COS-Maßnahmen in die Speisekarte zum Beispiel gegeben, damit der Gast die Möglichkeiten annehmen kann, dass er eben sein Essen mit nach Hause nimmt, dass er nicht fertig ist oder dass er kleinere Portionen bestellt, wenn er keinen großen Hunger hat. Oder auch hier, das ist in der Zusammenarbeit mit einer Apotheke entstanden. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Kinder habt, man bekommt den Traubenzucker immer in Plastik eingeschweißt. Hier ist eine Gegenmaßnahme, da gibt es den Traubenzucker, also Traubenzucker und Eibischteig. Hier gibt es Lose für die Kinder und man kann sogar auch Lose kaufen. Das ist eine kleine Initiative aus der Apotheke. Apotheken sind übrigens für unverpackten Einkauf eine ganz tolle Anlaufstelle, ganz generell. Oder hier, das ist ein Blumenhändler und dort steht eine Wurmkiste, die vom Tischler aus dieser Stadt gemacht wurde. Der Tischler hat eine Wurmkiste gebaut zum Kompostieren in den eigenen vier Wänden und ausgestellt ist es worden in diesem Blumengeschäft. Und die Leute kommen hin, finden das ganz toll, kommen auch vielleicht deshalb in das eine Blumengeschäft und nicht in das andere. Und so wird einfach dieses COS-Konzept ein bisschen, da werden alle involviert. Das ist ein kleiner Einblick, ein kurzer und knackiger gewesen. Sehr schön, liebe Evelyn, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich toll, dir zuzuhören und man merkt, mit welcher Leidenschaft du dahinter stehst und dass du einfach die perfekte Person, Ansprechperson für dieses Thema bist. Und danke auch für deine ganzen Insights. Es war wirklich total spannend. Ich fand es mega interessant, dir zuzuhören. Und ja, ich würde dir jetzt noch das letzte Wort geben, bevor wir uns verabschieden. Ja, ich möchte, bevor wir auseinandergehen, ich möchte euch einfach noch kurz und knackig ein paar Tipps mitgeben. Wie fangt man an? Zuerst einmal, der erste Schritt ist, dass man es nicht nur da, zu Hause macht, dass ihr, wenn ihr einkaufen geht, zum Beispiel, oder wenn ihr in einen Betrieb in einem Ort geht, dass ihr Lösungen einfordert, dass man eben mit der eigenen Dose dorthin geht, wo es das eigentlich noch nicht gibt, dieses Geschäft, wo es das noch nicht gibt. Oder in diesem Restaurant, wo man dass die Speisen noch nicht mit nach Hause nehmen kann, dass ihr dort auch mit eurer Dose hingeht und das selber einfordert, diese Lösungen. Dann der zweite Tipp, wenn ihr zum Beispiel in einem Sportverein seid oder wenn die Kinder in der Schule, wenn ihr da in eurem eigenen Ort vernetzt seid, dass ihr dort schaut, wie können wir da kleine COS-Maßnahmen machen und da eben dieses Ganze ein bisschen größer werden lassen im Ort. Wir hatten zum Beispiel einen Volleyballer, der hat gesagt, nach dem Training wird immer gefeiert und er will jetzt kein Dosenbier mehr. Also solange es Dosenbier gibt, wird er nach dem Volleyballtraining nicht mehr mitfeiern. Und er hat es geschafft, dass die ganze Mannschaft dann nur mehr auf Mehrwegglasflaschen beim Bier umgestellt hat. Also so geht das ein bisschen aus dem Privaten raus. Und wenn man es noch ein bisschen anspruchsvoller machen will, dann setzt euch mit eurem Bürgermeister zusammen oder mit jemandem aus dem Gemeinderat, schaut, welche Möglichkeiten gibt es dort. Und dann als nächster Schritt wäre, ja, vielleicht machen wir wirklich einmal eine Veranstaltung dazu. Das kann einfach ein Vortrag sein zum Thema Abfallvermeiden, wo man einfach die Leute zusammenkriegt. Es muss ein bisschen der Funke überspringen. Das kann ein Workshop sein, wo man vielleicht auch jemanden einlädt. Die Leute müssen ein bisschen so Spaß haben und sehen, das könnte was Tolles für mich sein. Sowohl die Privaten als auch die Betriebe, als auch die Gemeinde selber, weil sie eben mehr Renommee dadurch aufbauen kann, was auch immer. Also zusammenspielen und jeder muss auch für sich selber den Vorteil sehen, dann ist er auch ganz anders involviert. Und dann heißt es eigentlich ja, angehen einfach, tun, nicht nur reden und wollen, sondern einfach auch tun und erste Schritte setzen. Genau, es beginnt immer mit dem ersten Schritt, auch wenn er noch so klein ist. Genau. Super. Danke dir, liebe Evelyn, und an alle ZuschauerInnen. Und noch einen schönen Abend. Schönen Abend.